Okay, wenn er der Präsident ist, hätte ich jetzt gedacht, dass ich von dem vielleicht ein Zugticket bekommen könnte, weil ich war ja schließlich derjenige, der das Elektrizitätswerk wieder repariert hat, ne? Ja. Ich glaube aber, der Weg zurück ist einfacher jetzt. Ich glaube, da müssen wir nicht so weit. Was ihr immer denkt, was ich alles von Mr. Pokémon kriege. Ich weiß nicht mal, wo Mr. Pokémon ist. Steffi, du meinst, ich muss einfach nur in den Automaten gehen, mir einen ziehen? Alter, wenn das so wäre, ne? Dann hätte mich das Spiel aber absolut erwischt. Der Pokémon hat eine Sendung im Radio? Im Radio läuft nur Mist. So, jetzt alle mitmachen im Pokémon-Marsch. Und Wege liegt wieder auf dem Kabel. Sehr gut. Emma. Ah. Ja, also das Vorletzte ist auf meine Pokéflöte. Ich kann das anlassen? Das ist ja cool. Okay. Ja, jetzt glaube ich nach Urania City, da liegt ja Relaxo. Und auch schläfert er ein, als es einen weckt. Ah, war nicht mit Absicht. So. Das ist schon ziemlich durchdacht, ne? Ach Gottchen. Level 50!
Okay, damit habe ich nicht gerechnet. Aber ich denke, ich darf es eh nicht fangen, ne? Bin uns ja trotzdem auf der Route, wo ich schon was gefangen habe. Eieiei. Nicht, dass ich unbedingt ein Lediarm fürs Team gebraucht hätte. Sonderpokis? Nein. Keine Sonderpokis. Aber hier darf ich. Was wollte ich denn? Ich wollte gucken wegen Bällen. Hyperbälle haben wir noch, okay. Drück mir mal die Daumen jetzt. Irgendwas, was total cool ist. Hä? Gibt's hier keine Pokémon mehr? Alle Dicta ist ausgestorben? Das hat lange gedauert. Oh Gott. Oh, oh Gott, oh Gott. Was soll ich denn da machen? Bei dem Level 4 Pantimos. Der Run ist vorbei. Da ist aber nichts mehr zu machen jetzt. Weiß nicht. Okay, ich dachte, bei Whirlpool könnte ich noch mal was auswählen. Wartet. Ah, okay. Ich habe auch nicht so viel. Levelball könnte ich auch. Mal Levelball. Ja, schon. Psycho-Pokémon ist schon cool. Aber Pantimos. Haben wir schon Uwe? Pantimos ist so ein Uwe. Nichts gegen Uwes, aber irgendwie hätte ich gerade den Namen Uwe im Kopf. Hallo? Dankeschön. Ich denke mir einfach ein Nugget. Oder Typ. Ich glaube auch, Muff. Ich glaube auch. Wobei, wenn man es normal spielt, geht es vielleicht noch, aber mit diesem ganzen Zusatzkram auf jeden Fall. Bleiben Sie bitte stehen. Okay. Timos. Okay, wir sind in Tanya City. Aber wir düsen erstmal runter, oder? Gehen erstmal zur Eich der alten Haubitze. Oh, Beeren. Hä? Der Trainer hier.
jetzt wieder Level 31, ich check nichts. Meinst du im normalen Chat? Warte, ich kann noch mal gucken nachher. Jetzt gerade habe ich wieder eine Katze auf dem Kabel. Wie ich das auch währenddessen hin? Warte, ich gucke. Obi. Ich hab's. Muss ich das irgendwo noch speichern? Okay. Also ich hab's umgestellt. Abi, geh mal runter. Schluss. Ja, na Quatschkopf. Was denn jetzt? Jetzt hab ich nie aufgepasst. Okay, aber beim nächsten Mal was drin, Muff. Beim nächsten Mal was drin. Okay, wir... Immer frei. Das passt schon. Natürlich die Frage, Muff, ne? Wieso ist sowas nicht als Standardeinstellung drin? Also im Stream selber für die Anzeige habe ich einen kleinen Delay drin. Aber auch nur so, ich glaube, eine Sekunde oder so. Ist so lang? Ist das der Standard? Puh. Also das ist Twitch aber auch wild, ey. Aber 15 Sekunden kommen mir sehr lang vor. Schreibt mal alle jetzt eine 1 in den Chat. Ja, okay. Ja, es ist irgendwas zwischen 10 und 15 Sekunden. Aber lustig, dass ihr es macht. Das finde ich gut. Ich habe es jetzt mal umgestellt. Vielleicht ist es echt beim nächsten Mal besser dann. Es war mir gar nicht bewusst, dass das so extrem ist. Ich meine, ich habe mich darauf eingestellt, dass wenn ich irgendwas frage, ich ein bisschen länger warte, aber dass man das noch umstellen kann, dass es besser ist, ist krass, okay. Ja, es ist natürlich trotzdem unterschiedlich, aber schon trotzdem extrem. Als Standardeinstellung, puh. Ja, wie gesagt, hoffentlich ist es beim nächsten Mal einfach besser dann. Ist ja jetzt auch nicht ultra belastend.
Nee. Die 2 Stunden machen wir schon noch so. Wir machen heute Abend eh nochmal einen Stream. Also wir werden es heute Abend auf jeden Fall testen können. Da habe ich nicht mal drüber nachgedacht. Ist nicht böse, sie ist deutsch. Das kann nicht böse sein. Oh. Kann die wieder fangen, ne? Wieder nur Quatsch. Level 3 Ultrigaria, wow. Du hast heute so schön geschlafen die ganze Zeit. Bist du so aufgedreht, ne? Weil du zu viel geschlafen hast wahrscheinlich. Ja, Ultrigaria. Das ist jetzt... Uli. Das ist sie schon. Aber sie ist auch ein bisschen anstrengend manchmal. Und auf Gabel hat es auf jeden Fall Bock, ja. Was soll ich? Ich kann mir nicht aussuchen, was ich fange. Okay. Aber wir bekommen was geschenkt, wenn wir alle Ohren haben. Okay, wir gehen mal zu der Mutter von Rot. Okay, sie macht sich Sorgen. Ist die Schwester von Blau auch noch da? Oh! Das hatte ich nicht mehr auf dem Schirm. Wusste nicht mehr, dass Blau Arena-Leiter ist. Aber wie doll ist der? Ich glaube, wir gehen trotzdem zuerst zu Rocco. Ja, stimmt schon, unsere Mutter war ganz anders drauf, ne? Oh wei, oh wei.
Irgendwelche Mangas hatte ich von Pokémon. Ich glaube, es sind sogar die. Irgendwie. Weißt du nicht, wie viel? Ich glaube, 3 Teile oder so. Ja. Was unsere Mutter schon alles für uns gekauft hat. Eine Puppe. Und noch eine Puppe. Okay, das wird mir langsam ein bisschen wild hier mit dem Owei. Gern einfach geklärt hier, Owei. Kabuto. Oh, mein Auge. Ich guck gleich nochmal, was das jetzt war. Das stimmt schon. Das hast du schon recht mit, Muff. Das war. So, warte, ich geh noch mal pinkeln und dann guck ich mal wegen dem Manga. Guck mal, ob das der ist. Gleich wieder da. Hier. Hier ist es. Es ist spiegelverkehrt. Moment. Nein. Aber ich glaube, ihr wisst trotzdem, was ich meine, oder? Er ist ziemlich gut. Also das kann man wirklich nicht anders sagen. Aber gibt es da mehr als 3 Bände? Und wenn ja, wieso habe ich nur 3?
Der ist halt auch für Pokémon recht erwachsen. Und hat echt Bock gemacht. Also da gebe ich mal recht, kann man wirklich sehr empfehlen, den Manga. Ach, daran liegt's. Schade drum, ey. Von meinem Empfinden hätte es sich auf jeden Fall gelohnt. Ich weiß nicht, auf welche Szene du genau hinaus. Wir hätten vielleicht nochmal heilen sollen. Ich hab's gerade vergessen. Was für ein Level haben Rots Pokémon hier am Ende eigentlich? Ja, warte mal kurz. Ach, die. Ja. Ja. Das, es ist halt schon extremer, das stimmt. Aber irgendwie will man sowas ja dann auch in sowas, ne? Will man sowas und sowas. Sowas, sowas. Route 2, ich könnte wieder was fangen? Wir gucken. Ist gar nicht so schlecht, wobei wir hätten ja auch noch wir hätten auch immer noch das Amoroso, ne? Das ist schon echt ernst gemacht. Obwohl es halt von seinem eigentlichen Zeichenstil trotzdem sehr, sehr kindlich ist, ne? Aber mit dem Evoli weiß ich gar nicht. Wer ist das denn hier? Haben die den Wald abgeholzt und einen Park hingesetzt? Hatten wir nicht mehr genug Kapazität auf der Karte? Ist hier hin? Irgendwo. Ja, kein Platz mehr. Ah, das ist ein Trank. Lass mal liegen. Wege läuft hin und her. Ich glaube, die weiß gerade selber nicht, was sie machen soll. Magneton. Trotzdem, ey, mit dem, was ich jetzt habe, ne? Wie soll ich da am Schluss Rot besiegen? Ich habe noch Süßkram da. Gönn mir jetzt Süßkram. Thank you.
Scanner. Aber das mit der Fusion, das ist aber erst in einem anderen Teil, oder? Das ist nicht in den dreien. Oder ich erinnere mich wirklich null. Das mit dem Evil, die kommt mir irgendwie so ein bisschen bekannt vor, jetzt wo du schreibst. Ist halt auch schon echt ganz schön lange her. Der Gedanke ist ultra verrückt, oder? Echt? Stimmt. Stimmt, das erinnert wirklich daran. Schon nochmal. Für die Gedanken auch krank, dass man dass die das hinkriegen können, dass sich Evoli auch wieder, also ein Blitzer zum Beispiel wieder zurückverwandelt, zurückentwickelt. Zu dem Bösen? Bei Bob war es mir klar. Bei Sabrina bin ich enttäuscht. So geht's mir auch, Schäfchen. Krank. Wie stark sind die hier? Ich glaube, wir wechseln mal. Immer so sicherheitshalber. Ja, ist schon ein bisschen wischiwaschi gehalten, ne? Das ist halt einfach durch ein Gerät ist das möglich. So, was, welches Gerät denn? Ja, stimmt. Ach, unsere Wahl war wieder mal großartig. Ich meine, wenn sie nichts dagegen gehabt, wenn sie was dagegen gehabt hätte, dann hätte sie ja was machen können, ne? Der D-Entwickler. So, jetzt machen wir nicht so einen Quatsch, Akani. Ich wollte ganz gerne Server benutzen.
nicht so einfach vom Namen her. Du brauchst halt einen Namen, der in beide Richtungen funktioniert, ne? Ah. Oh, Rocco hat sich ein T-Shirt angezogen. Ich meine Dancer Veronica. 41, okay. Maff. Ich musste leider links sperren. Ich glaube, du versuchst links zu posten, ne? Aber sonst komm mal, mach mal Ausrufezeichen Discord. Komm mal ins Discord. Kannst du da rein posten, auf jeden Fall. DB Polly. Elekid. Geh auf, Polly. Schlecht, der Herr, nicht schlecht. Oh. Aber so ein Schleimstein finde ich auch lustig. Mal gucken, ne, ob Evoli noch mehr verrückte Entwicklung bekommt. Ich denke ja schon. Stimmt. Evoli aus Stuhl. Da müssen wir Stinkler sagen, ja? Oh, hast du recht. Stimmt. Ja, glaube ich, Polly, direkt in die Stadt ist immer blöd. Da hast du recht. Shitlana ist... Wow. Ein ziemlich guter Name, muss ich zugeben. Macht auf jeden Fall die Parkplatzsuche nicht leichter. Aber irgendwie über anderen Weg hinkommen ist auch nicht machbar, ne? Dann Tiefgarage was? Ja, wenn das geht, auf jeden Fall. Hm. Bus und Straßenbahn ist doof. Eins von beiden könnte man vielleicht sich noch arrangieren. Ah, cool, danke, Maff.
Evolis Ohr. Oh Gott, oh Gott. Und Polly, das glaube ich dir. Das ist ja auch immer so eins der größten Probleme, ne? Also sobald es halt mit öffentlichen Verkehrsmitteln länger dauert als anders, finde ich es furchtbar. Kann zum Beispiel in der Ecke, in der ich hier in der Stadt wohne, habe ich auch nur Probleme, weil die Buslinien, die hier hochfahren, die fahren einen kompletten Umweg noch durch die Stadt durch, sodass es keinen Sinn macht für mich, mit einem Bus den Berg hochzufahren. Einfach weil es zu lange dauert. Da kann ich auch laufen. Ja, Schwert und Schild hat schon... Es gibt halt echt wilde Designs, das ist wirklich wahr. So. Nächste Orden in der Tasche. Was ist eigentlich mit dem Mondberg jetzt hier? Ja, wir könnten uns noch einen Mondberg, wa? Da war nicht. So, ich wollte auch mal das Bild sehen. Okay, das Gerät sieht aber so, ist jetzt nicht so extrem, wie ich gedacht hätte, ne? Ich dachte, das wäre irgendwie ultra spektakulär. Da habe ich den Zapdos nicht wieder nach vorne gesetzt. Ah, Konfustrahl, scheiße. Ich mag das nicht mit dem Konfustrahl. Och Mann. Na, dann magst du recht haben, ja. Können wir bitte jetzt endlich mal treffen? Danke. Nicht mehr verwirrt. Perfekt. Kann ich gleich direkt wieder losdüsen ins Pokémon Center, ne? Gegen Champion Dudley, das war schon... Hier ist auch ein bisschen abgespeckt, ne? Hier sind auch weniger als sonst. Mal gucken. Champion Forest. Also wir gehen jetzt durch den Mondberg und dann... Mal gucken. Seeschauminseln sind schon ziemlich nervig. Und wieso habe ich das Pokémon wieder nicht gewechselt?
Gott, im Finale. Eieiei. Miltank. Ja, ist Crispy, glaube ich, genauso gut wie jeder andere. Wow. Schöner Volltreffer. Jetzt setzen wir Top das soll wieder mal nach vorne. Ja, perfekte Entscheidung. Direktkampf-Pokémon. Schäfchen, vielen Dank, dass du hier warst. Ich hoffe, du hast einen wunderschönen Dienstag. Und ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Mach es gut. Mach es gut. Eitere? Eieieiei. Genau, Frage. Kampf-Pokémon wäre halt immer noch ganz cool, ne? Naja. Ich meine, das Schöne ist, es macht wenigstens auch keinen Schaden, ne? Das ist immerhin ganz gut. Ein Lapras. Oh Mann, ey. Ah. Lapras könnte halt richtig reinknallen, ne? Ich habe Lapras gedacht und es kommt ein Paras. Leute, bin ich lost. Leute, bin ich lost. Das ist nicht das Lapras, das ich erwartet habe. Okay, ich glaube, wir machen doch schon um dreimal Pause. Eieieiei. Fahren schnell weiter und tun so, als wäre nichts passiert, okay? Das wäre auch geil für den Randomizer, ne? Dass die Pokémon-Namen anders sind. Hätte was? Ah, kann man damit Crispy so viel machen? Mal gucken. Oh, sieht gut aus. Obwohl es nicht sehr effektiv ist.
Jurob, trauen wir uns? Ja. Na komm, wir trauen uns mal was. Kriegen jetzt bestimmt direkt auf den Sack dafür. Glück gehabt. Hätte auch ganz, ganz anders werden können. Wieso haben die das Pokémon Center hier abgerissen? War doch gut. In den Mondberg. Gab es eigentlich hier irgendwas? Nee, ne? Früher konnte man doch irgendwie hier mit Zerschneider irgendwas machen. Irgendwie auf die Rückseite noch von dem Museum? Auch nicht mehr. Aber wir können auch Items verkaufen. Wir haben das komplette Museum dicht gemacht. Okay. Aber schon süß, wie sie sich das alles überlegt haben. Safari-Zone hat zu, weil der Betreiber im Urlaub gefahren ist. Hier sind Renovierungsarbeiten. Das ist jetzt gar nicht so schlecht, ne? Vielleicht tun wir noch ein bisschen was auf der Bank. Also, in unserer Box, meine ich. Okay, Polly, dann fahr vorsichtig. Ich hoffe, du kriegst schnell einen Parkplatz. Du musst da nicht ewig rumeiern. Das ist super nervig. Und hoffentlich ist beim Arzt alles gut. Ja, ich bin heute Abend nochmal so gegen 8. Komm ich nochmal online. Machen wir nochmal eine Runde Rimworld. Oh, gut zu hören, Muff. Dann weiß ich ja, wen ich raiden kann danach. Also, Polly, wenn heute Abend nichts vorhast, komm gerne wieder rum. Ah, wir hatten 2 Mini-Pilze. Das würde ich gerne mitnehmen, weil Metallmantel brauche ich auch nicht. Dann, Polly. Tschüss. Ach, wieso? Aber Hand kann doch lustig sein. Bei dir macht's doch echt Bock, glaube ich. Aber viel anders ist ja hier auch nicht, ne? Okay, hier ist nichts mehr. Dann düsen wir doch im Mondberg. Oh, kann ich hier noch was fangen? Ja, ne? Ja. Du 3. Ja. Gucken wir. Noch ein Amoroso. Auf Level 8. Aber Amoroso an sich, gutes Pokémon, denke ich. Wäre vielleicht auch wirklich nicht schlecht für unser Team. Möglichkeit auf Gesteinsattacken. Wasserattacken. Das wäre nicht übel. Versuchen aber das Kleine hier mitzunehmen.
Was? Okay. Dann machen wir noch mal so eine Klammer. Mann, wieso denn dann Volltreffer? Das ist bescheuert. Hab ich nicht kommen sehen. Okay, dann nehmen wir halt das nächste Mondberg. Hä? Der hat mich überrascht. Die sind auch gar nicht mal so low, seine Pokémon. Albert, okay. Gehen wir wieder auf Crispy. Gehen wir mit einem wilden Donnerschock da rein. Mhm. So, ich noch mal gucken, ne? Was uns hier am Ende so erwartet noch. Na, Polly. Ich weiß, dass Rot am Ende komplett übertrieben war. Ja, alles gut, Ral. Wie gesagt, ich glaube echt ein Viertelstündchen noch, so durch den Mondberg vielleicht noch. Dann machen wir morgen weiter. Nee, nicht morgen, übermorgen. Morgen bist ja auch du gar nicht da. Morgen mache ich ja Postbank am Morgen. Also so ab 8 bis 12 morgen Frostpunk. Und Donnerstag machen wir, glaube ich, genauso wie heute. Mit New World, Pokémon, abends noch eine Rimworld. Bin mir halt noch nicht sicher, wie das mit Abendstream so ist. Ich weiß bei dir, du bist ja eh nicht dabei. Also allgemein? Mal ausprobieren. Weil dein Hauptstreamer hatte mich übrigens... Er hat mir, glaube ich, gefollowt. Ich weiß nicht, wie es passiert ist. Wir hätten auch auf Crispy wechseln können jetzt, ne? Na, morgen war Zahnarzt. Aber morgen ist ja eh nur kurz. Aber ich habe auch jetzt echt Bock, immer weiter zu spielen. Ich fand das irgendwie voll gut. Ist was mit Lesen echt anstrengend auf Dauer? Aber Spaß auf jeden Fall. Es wäre großartig, wenn wir jetzt auch nochmal treffen würden. Attacke geht daneben. Wir sind paralysiert. Attacke geht daneben. Sehr gut.
Ja, ich hatte halt dann so, als ich mir das Stream aus war, dachte ich mir so, hä, was ist das denn? Und dann habe ich geguckt und habe dann halt sofort gesehen, ne, dass deine Emotes halt daherkommen. Und dann dachte ich mir so, ach, Mensch, dann lass ich aber auch mal ein Follow zurück, da kann ich mal reingucken, wenn der so streamt. Aber guck mal, was für ein Typ ist. Ich hatte jetzt von deinen Emotes nämlich nie geguckt, wer das irgendwie ist. Und ich hatte dann gesehen, dass er gestern irgendwie über Mario 64 Speedrun geübt hat. Ich mir so, okay. Er selbst ist echt witzig, aber das Spiel ist halt so gar nicht meins und Speedruns auch nicht so. Er mich. Das hat mich verwirrt. Deswegen habe ich geguckt, wer er ist. Er hat gestern nach dem Stream bei mir gefollowt. Das habe ich mitbekommen. Aber wie gesagt, ich glaube, da war ich schon offline. Das ganz, ganz heimlich gemacht. Kani Mani. Könnte man eigentlich auch auf Zapdos bleiben, aber wir sind vergiftet. Aber wir haben auch Überreste. Ist nicht so schlimm, glaube ich. Siegen? Also wir sehen ihn nochmal? Schon erkannt und ich habe mit ihm gerechnet, wenn ich ehrlich bin. Ich hab gesehen, auch mit seinem Streamplan hatte ich auch nochmal reingeguckt. Ach nein, hab mich da runtergehüpft. Nicht nochmal runterhüpfen. Ich kann mir jetzt vorstellen, im Mondberg passiert einfach gar nichts, oder? Erste Pokémon im Mondberg. Ein Knuffenser. Was? Utkup Rando? Was? Mir das Ultrigal? Ja, das Ultrigal hatten wir vorhin gefangen. Scheiß auf den Fenster. Also die Pokémon hier drin sind ja. Ach, okay. Okay, das klingt wild. Das klingt sehr, sehr wild. Was ist denn das dann genau, Ral? Also, ich kann mir jetzt unter der ganzen Bezeichnung nichts vorstellen. Magneton, auch cool. Aber das Besiegen lohnt sich nicht.
Schutterplatten verboten. Okay. Es ist ein bisschen Wasser mit. Aha. Ach, je. Okay, das klingt ja super wild. Ja, was ist denn das hier? Jetzt wieder rein. Ach, okay. Verrückt hier. Verrückt. Okay, aber das klingt echt geil. Ich meine, ich bin jetzt kein Zelda-Profi, ne? Aber das ist die geile Geschichte. Haut uns das weg. Das kann uns weghauen auf jeden Fall, ne? Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass Rahel weghaut? Sehr, sehr gering. Wir haben Kopfnuss. Ist mir echt zu wild. Ist mir zu wild. Und so ein Eisstrahl und dann. Und noch Bodycheck, das wäre ein Witz gewesen. Ich hab vom Mondberg mehr erwartet. Ich dachte, da passiert echt viel. Aber auch der wurde ganz schön gestrichen. Okay, wir machen gleich Schluss. Dann spielen wir eine Runde, okay? Machen wir Waschwasser an. Dann spielen wir beide. Liegt hier oben was versteckt? Aha! Hab ich's doch geahnt. Okay, krass. Spielen die drei dann gleichzeitig? Wieso sind die jetzt Level 12? Hat sie denn das überlebt? Cool. Muss ich mal gucken, ob ich da reingucken kann am Freitag. Wie, nein! Wieso tendiert diese Katze immer dazu, sich über dieses Kabel zu stellen? Dann hinzulegen. Ich glaube, sie hat das Konzept von Kabeln nicht verstanden. Nein, Schluss. Nichts Kabel, bitte. Der Controller braucht dieses Kabel. Ja, echt, also.
eigentlich abends ja damit. Ab wie viel Uhr ist denn das, Ral? Weißt du das gerade aus dem Kopf? Was habt das? Gesundheit, Bi. Gesundheit. Gesundheit. Warum setze ich. Warum setze ich Ral gegen Zapdos ein? Habe ich getrunken? Oh Gott sei Dank. Das ist aber früh. Nein. Ist ein Quatschkopf. Quatschköpfe sitzen auf dem Boden. Das ist jetzt die neue Regel. Die gilt jetzt für alle. Wenn man Quatschkopf ist, sitzt man bitte auf dem Boden. Ach, Samstag, okay. Na gut, den Anfang könnte ich vielleicht reingucken. Mal gucken. Ab 14 Uhr habe ich Besuch. Kommen die Eltern vorbei zum Kaffee trinken. Ich spreche nochmal, bevor wir paranoid sind.